Hallihallöchen und willkommen zurück zu Haus Flipper 2. Wir sind immer noch in diesem wunderschönen kleinen Strandhäuschen und werden gefühlt irgendwie überhaupt nicht fertig hier. Es gibt so viel zu tun. Nein, ich will putzen. Aber ich hoffe, dass wir jetzt bald mal das Haus fertig haben, dass wir was Neues machen können. Viel wüsste ich auch nicht mal, wo wir noch was zu machen haben. Und wir haben noch nicht mal einen Stern. Das ist halt so ein bisschen... Mal gucken. Ne? Die Flecken haben wir. Okay, der Raum hier geht doch gerade ein bisschen schneller, als ich dachte. Ja, auch noch mal ein Schreibtisch ist, weiß ich nicht. Aber hier der zweite Rechner hinkommt. Aha. Aber Rechner unterm Schreibtisch ist immer kacke, ne? Aber da drauf ist auch blöd. Naja. Oder, wartet. Wir haben noch ein Meterchen. Dann machen wir so. So. Und dann stellen wir den hier neben. So. Das gefällt mir besser. Monitor, Tastatur und eine Maus. Gut, mehr wird hier nicht benötigt. Ah, okay. Da kommen Gaming-Artikel. Kann ich dich hinstellen? Ja, Ausrichtung ändern. Was wird denn da gespielt? Frog Graphic. Mhm. Für die Flipper Station 7. Was haben wir noch? True Simulator. Was ist denn der True Simulator? Ich hoffe, wir kriegen gleich irgendwie so eine Art Buchstütze oder so. Sonst fallen uns ja die ganzen Spiele um. Kraken. Das ist bestimmt ein Horror-Game. Und? Steampunk? Ja. Steampunk irgendwas. Okay. Ach da. Steampunk 1877. Ich finde diese Referenzen an echte Spiele, finde ich super. Finde ich mal grandios. Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir das hier doch auch schon mal. Wir haben immer noch kein... Oh, Entschuldigung. Ich dachte, das wäre die Tür. Immer noch kein Stern. Was kommt denn hier noch? Da haben wir noch ein Zimmer. Warten nicht. Das kann doch nicht das eine Zimmer das ganze Haus noch machen. Gut, wir haben ja einiges zu tun, aber... Na ja, mal gucken. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Oh, hier ist auch noch eine Kammer. Wesentlich größer, als ich dachte hier, das Haus. Machen wir jetzt erstmal wieder den Müll. Haben wir noch Müll? Ich glaube nicht, ne? Mülleimer. Müll 10 haben wir. Okay. Dann putzen wir erstmal wieder. Hätte gern Quietschgeräusche fürs Fensterputzen. So. Das fehlt so ein bisschen. Zack, zack. Da war noch ein Fenster. Ich wollte es nicht aufmachen, ich wollte es putzen, bitte. Ui. Ui. So. Fenster sind geputzt. Restliche Flecken werden beseitigt. Und dann gucken wir mal, wie wir hier diesen Raum renovieren müssen.
So. Da ist noch was. 4 Flecken noch da. Einer noch. Da. Was haben, bin ich jetzt wieder offensichtlich blind? Dann machen wir hier auch mal direkt weiter, wenn wir schon den Putzlappen in der Hand haben. Fenster gleich auch. Da noch. Oh, ich möchte wieder einrichten. Ich will nicht putzen. Ich will einrichten hier. Mensch. Wir hoffen, dass das nicht auch wieder hier so kompliziert wird. So. Wir müssen Oberflächen bearbeiten. Und zwar das. Tapete, ja. Auch mal was Neues. Wieder so dieses Blau-Gelbe, ne? Es zieht sich hier irgendwie durch die Wohnung, das Konzept. So. Noch was? Oh, die Wand noch. Ja. Ich will die markieren. Achso, nee, die brauche ich ja nicht markieren. Ich wollte jetzt wie beim Streichen markieren, aber das ist hier ja gar nicht. Jetzt haben wir zumindest schon mal den ersten Stern. Jetzt müssten eigentlich die anderen Sterne auch ratzfatz hinterherkommen. Weil viel haben wir nicht mehr zu tun. So. Das wäre schon mal das. Jetzt müssen wir die anderen Wände dann streichen in Blau. Natürlich. Wie auch sonst, ne? Ist offensichtlich, dass die dann blau werden. Ich meine, das Blau passt wenigstens zu den blauen Blättern auf der Tapete. Aber meine erste Farbwahl wäre das jetzt nicht. Nee. Also wenn wir demnächst dann wirklich die Häuser selber einrichten und gestalten können. Ich weiß ja nicht. Also so sieht das gut aus, finde ich. Ne, so die, das Blau und auch die Tapete zusammen. Ja, das passt. Aber das Holz passt nicht dazu. Dass hier dieser Holzabsatz ist, passt nicht dazu. Die Decke und der Boden und nee. Also der Boden vielleicht ja, aber dann nicht noch das Holz. Nee. So, wir stellen euch erstmal wieder raus, damit wir Platz haben. Das kann weg. Und jetzt gucken wir, was wir hier für Möbel reinstellen. Auch wieder irgendein Setup, ein Computer-Setup. Wir fangen mal mit dem Bett an, bevor uns das wieder Probleme macht, ne? So. Da wäre eine super Ecke dann für den Computer. Ja, doch, das geht. Nachttisch. Stell dich doch dahin, bitte. Ein Blumenpott, was für ein kleiner. Stuhl. Ein Teppich. Den nicht hier so drunter legen? Doch, kann ich. Na, guck mal. Ein Wandregal. Noch ein anderer Blumentopf. Zwei Pflanzen. Haben wir noch ein Bücherregal.
Schreibtischlampe. Du bist aber... Oh, nein, nein, nein. Wir sind doch noch nicht fertig hier. Spannende Lampe auf jeden Fall. Müssen auf jeden Fall gleich wieder gucken. Da kommt mit Sicherheit ein Computer wieder hin und... Was ist das? Einfach nur so Holz als Deko. Würde ich das hier vielleicht aber woanders hinhängen? Übers Bett? Nicht? Doch. Übers Bett? Das dann hier vielleicht so als Deko hin? Und das Regal? Die Wand ist noch irgendwie so nackig, ne? Ich komme da ja gleich wieder Poster. Das kann ja auch sein. Wir müssen nämlich jetzt nur noch die Kartons wieder auspacken. Ich gehe aber davon aus, hier kommt wieder ein Rechner oder so. Auf jeden Fall Dokumente. Noch mehr Dokumente. Noch mehr Dokumente. Kein Rechner? Bin ich aber enttäuscht. Notizblock. Taschenrechner. Die Lampe vielleicht doch weiter hier so in die Mitte, also in die Ecke. So. Ein Poster. Na, gucke mal an. Von einem Biber. Und einem Frosch. Kein Rechner hier. Naja, dann. Noch ein Block. Nee, das ist ein Laptop. Ein Laptop haben wir mal wieder. Hausschlappen. Gut. Dann müssen wir den Raum noch einrichten. Mit einem Kleiderschrank. Einem Teppich. Und einem Spiegel. Oder Spiegel in die Ecke. Fertig. Aber uns fehlt immer noch was. Wir haben noch keine 3 Sterne. Wo haben wir was verpasst? Oder haben wir noch einen Raum? Wo haben wir jetzt was verpasst? Verdammt. Hier oben sind wir durch. Hier haben wir auch alles. Hier haben wir alles. Hier war nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Der ist auch genehmigt. Der auch. Außen vielleicht noch. Keller haben wir nicht. Hä? Hilfe! Da! Ich seh's! Ich seh's! Ich seh's! Der kleine Balkon hier ist es. Ja. Ich krieg nicht. Mann! Lass doch die Pflanzen weg. Okay, ihr lebt noch, ihr seid genehmigt. So, jetzt haben wir aber gleich die 3 Sterne. Gott sei Dank. Ich dachte gerade schon. Jetzt haben wir aber ganz verloren.
Ah, da kommt noch so eine Zecke hin. Warte, die würde ich dann wahrscheinlich da hinstellen. Nur die eine? Ich hätte jetzt gedacht, da kommt noch... Nein! Da kommt noch eine zweite drin. Na gut, dann machen wir das so. Wir können das hier... vielleicht so dahinstellen. Da kommt eine Pflanzenecke hin. Das sind jetzt alles Sukkulenten, ne? Eieie. Und zwei. Und dann haben wir jetzt hier unten noch die. So. Jetzt haben wir aber drei, oder? Ja. Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, wir haben wieder irgendwas Offensichtliches übersehen. Aber das hat funktioniert. Schön ist was anderes, aber... fertig. Fertig. Wir nehmen noch den Sack mit raus. Und dann können die Leutchens hier wieder einziehen. So. Bitteschön. Ich hätte gerne mein Geld. Wir kriegen 29.000. Ja, sehr cool. Wunderbar. Schön. Wir haben 155.000. Wie gesagt, es reizt mich doch sehr, ein externes Haus zu kaufen. Komm, wir gucken einfach mal. Aber wir hätten bis jetzt eh nur eins. Nee, das ist das, was wir haben. Stopp, stopp, stopp. Das ist das, was wir haben. Die könnten wir kaufen. Das ist im Pinnekopf. Das ist da an der Küste. Was ist das? Das ist die Küste. Das ist Wald. Achso, hä? Das ist irgendwie Wald oder so. Die haben wir noch nicht. Verkauft haben wir auch noch keins. Dann gucken wir da mal hier allgemein, was es zur Verfügung gibt. Also das spricht mich jetzt vom Bild her direkt an. Dem Carport. So schlimm sieht das auch gar nicht da drin aus. Wir haben 400 Quadratmeter Grundstück und 53 Quadratmeter Wohnung. Ein kleines Vorstadthaus in einer ruhigen Nachbarschaft. Dieses Grundstück mit einem Schlafzimmer und einem Badezimmer benötigt lediglich eine kleine Auffrischung, um sich in ein geliebtes Zuhause zu verwandeln. Also es wäre wahrscheinlich so für uns zum Einziehen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Man könnte ja in Teil 1 dann... ne, sich ein Haus kaufen und da dann einziehen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist für uns zu klein. Wir bräuchten halt schon irgendwie einen separaten Raum als Büro. Ich weiß aber auch nicht, ob ich jetzt erstmal eins kaufen möchte, um es zu renovieren. Und dann zu verkaufen. Es würde natürlich auch Sinn machen. Oh, das reizt mich schon, ne? In die Richtung zu gehen. Was zu gestalten. Was wir dann, ja, an den meistbietenden verkaufen. Um Profit zu machen.
Sollen wir einfach mal das erste hier kaufen? Ich meine, 42.000, das Geld haben wir locker dafür. Bist du dir sicher? Ja, komm. Kaufen wir. So, hier ist unser Büro. Ich gehe auch mal davon aus, dass man es wieder wechseln kann. Ja, Büro hierhin verlegen. Okay, das heißt, wenn wir irgendwann ein cooles Haus finden, was uns von den Räumlichkeiten her zusagt, dann können wir definitiv umziehen. Ich würde dieses Haus aber erstmal einfach nur renovieren, um es dann an Kunden zu verkaufen. Wir hüpfen mal rüber. Wir verschaffen uns jetzt in dieser Folge mal noch den ersten Überblick. Ich finde, unsere Küche und unser Wohnzimmer sehen ja zumindest schon mal gut aus. Die restliche Wohnung hat auch noch ein bisschen Bedarf, aber ich glaube, da sind wir noch relativ zügig dann auch mit fertig. Erschaffe deine eigenen Regeln. Häuser gewinnbringend zu renovieren und weiterzuverkaufen ist nicht leicht. Du musst das Haus putzen, renovieren und möblieren. Und all das ohne eine Questliste. Bist du bereit zum Verkauf? Im Tab Auktionshaus findest du potenzielle Käufer. Alles klar. Gut. Ein lila Zaun, auch sehr spannend. Das Blaubeerbüschchen. Na, das treibt doch den Verkaufswert direkt in die Höhe. Sie können direkt auf ihrem Grundstück Blaubeeren essen. Pass auf, wir räumen erstmal auf. Den Vorgarten. Oh, warte, ich sollte vielleicht nicht die Mülltonne verkaufen. So. Weiß gar nicht, ich glaube, sowas wie Rasenmähen und so gibt es noch gar nicht, oder doch? Müsste ich halt gleich mal gucken. Das sieht nicht so aus, ne? Wände einreißen und bauen. Das haben wir noch gar nicht gelernt. Wäre natürlich auch praktisch, das zu lernen, falls wir hier irgendwie was ändern wollen. Das war soweit der Müll. So. Ja, wir können ja jetzt theoretisch alles verkaufen, ne? Da müssen wir halt aufpassen. Weil jetzt sind uns natürlich keine Grenzen gesetzt. Wir haben keine Questmarker. So, erstmal die Front hier aufräumen. Und dann kann man sich generell damit beschäftigen, hier auch umzustreichen, umzulackieren, ne? Also farblich irgendwie was Schönes daraus zaubern. Ach doch, da freue ich mich drauf. Das ist doch auch mal dann wieder was anderes. Ist da noch Dreck gewesen? Ich weiß es nicht. Wir haben natürlich jetzt auch nicht die Markierung so von wegen, ey, wir haben Dreck vergessen. Ne? So wie hier. Eieieiei. Hier muss eh erstmal alles raus. Alles raus. So. Hier wird alles verdickt. Und dann, wenn nötig, neu gekauft. Und ob das hier auch wieder die Küche wird, ist eh so eine Frage. Wir müssen uns erstmal einen Überblick über die Räumlichkeiten verschaffen. Das ist schon mal ein süßer kleiner Raum, aber ich weiß nicht. Also klar, man könnte hier wieder eine kleine süße Küche rausmachen. Wäre definitiv machbar. Je nachdem, wie die anderen Räume gleich noch werden. Aber ich glaube, groß andere Optionen werden wir auch nicht haben, ne? Weil das hier könnte eine schöne Küche werden. Aber wofür dann der Raum?
Da war meine Mülltonne. Schaffe ich das? Ja. Hier die Waschdinge sind. Das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Hier ist... Oh Gott. Oh Gott. Ja, das sieht aus, als hätte hier jemand mit seinen Innereien rumgespielt. Hm. Das mal so ganz dezent andeuten darf. Nein, ich wollte das da. So. Was ist das denn? Das ist der Warmwasserboiler. Muss der hier drin sein? Also das hier würde definitiv Badezimmer bleiben, würde ich mal behaupten. Das hier ist so eine ganz kleine Kammer, weiß ich noch nicht, was wir damit machen können. Das hier, ja, könnte man zu einem Schlafzimmer machen. Ich kann den Müll durchs Fenster wegräumen. Geil. Okay, dann wäre aber die Geschichte, okay, Wohnzimmer wohin? Also doch hier die Küche. Da müssen wir die Raumaufteilung erst einmal so lassen, wie sie ist. Aber ist ja, denke ich mal, auch nicht das Problem. Zack, zack, zack. Alles weg damit. Hier auch die Zeitung und das. Der Rest wird dann verkauft. Ich glaube, das ist echt ein süßes Häuschen. Da lässt sich gut was raus machen. Ich hoffe erstmal die Farbe, weil ich nicht weiß, ob wir bei dem Farbkonzept bleiben. Warum kann ich denn nicht den Müll verkaufen? Ist ja frech. Das sieht soweit ganz gut aus. Hier geht's raus, ne? Ja. Das auch noch. Oh Gott, das ist auch noch Müll. Also wir schmeißen jetzt noch eben hier alles weg, was weg muss. Und dann bin ich am Überlegen, ob wir in der nächsten Folge mit der Renovierung hier starten. Oder erstmal wieder Aufträge machen. Das bleibt uns ja überlassen. So. Wir haben jetzt zumindest schon mal grundlegend eine gewisse Ordnung reingebracht. Erstmal alles verkauft, was wir nicht brauchen. Also dementsprechend eigentlich alles. Und jetzt muss man dann anfangen zu putzen und zu renovieren. Zumindest von außen sieht es schon mal gut aus. Müll räumen wir mal noch hier rein. Naja, gut, hier ist noch dreckig und so, aber ich sag mal, der ganze Müll vor der Tür ist weg. Und jetzt können wir uns in Ruhe mit dem Häuschen beschäftigen. Ich bedanke mich dann an der Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!